Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Samstag und wir sind schon früh auf den Beinen. Bernd hat heute frei und wir sind zurzeit dabei, die ganze Baby-Erstausstattung zusammen zu kaufen. Die großen Teile, sowas wie Laufstall, Beistellbett und so, das kaufen wir alles von eBay Kleinanzeigen oder wir versuchen es zumindest. Heute ist dieses Family Fix dran. Das kennt ihr bestimmt, das kann man im Auto so befestigen und dann kann man diese Maxi-Cosi-Babyschale so da reinstecken. Da muss man das nicht immer anschnallen. Und deswegen, ja, wir haben einen Termin weiter weg, um uns zwei so Family-Fix-Stationen anzuschauen. Und jetzt hat der Hund erstmal Hunger. Und ich auch. Bernd ist schon unterwegs. Der ist erst zum Laden. Der muss da noch was erledigen. Kurz. Und dann holt er Brötchen. Denn wir machen uns Brötchen, die nehmen wir mit. Da müssen wir nicht hier früh starten. Und ich mache uns gleich Kaffee, den nehmen wir auch mit in unseren Thermobechern. Ja, die Wurstplatte da, oder? Mhm, noch was. Butter oder Margarine halt. Ich habe für dich so einen Tütenkaffee gemacht hier, ne? Ja. Nicht gut? Doch, danke. Dann haben wir Gemüse. Smurfy. Okay, geh ab. Geh runter. Wo ist der Elefant? Geh runter. Ah! So. Mohn und Sesam auch. Was möchtest du denn für Brötchen? Wie viele? Drei Stück. Soll ich dir die aufschneiden? Nee, das war peinlich. Das war peinlich. Die Situation. Warum war das peinlich? Ja, weil unser Auto aussieht wie Sau. Hier ist halt ein Hund hinten drin. Da habe ich mir gesagt, jetzt nicht erschrecken, da sind ein paar Haare. Ein paar Haare. Da hat er gesagt, ach, Bau, der ist ja doch harmlos und das sieht noch schlimmer aus. Wir waren zu doof, das zu installieren, dieses Family Isofix-Dings. Was auch immer. Wir dachten, das ist kaputt. Nein, dachten wir nicht, aber wir dachten schon, dass wir das zu doof sind. Wir dachten nicht, wir wussten, dass wir zu doof sind. Genau. Und da ich nichts abbrechen wollte, ich wollte halt nicht dran ziehen an den Laschen, weil dann haben wir ja nicht eine Hand und die nehmen wir doch nicht. Und ich habe gesagt, komm, wir rufen deine Schwester eben an und fragen die. Und er sagt, warum kann ich nicht die Leute einfach eben fragen? Wir sehen die nie wieder. Deswegen ist doch kacke egal, was sie denken, wir sind doof. Nein. Doch. Dann habe ich den Hund rausgenommen, dann war ich mit dem eben pinkeln und Bernd hat da... Hat mal gesagt, bitte abonniert meine Frau. Ja, jetzt haben wir jedenfalls zwei Isofix, obwohl wir gerade noch überlegt haben, den Zweitwagen abzugeben, weil... Brauchen wir nicht mehr, wenn ich nicht mehr arbeiten gehe. Wenn einer kaputt geht, haben wir einen zweiten. Jetzt mache ich erstmal hier letzte Ziele. Ja. In die Zuhause. In die Zuhause. So. Warum hast du denn da eine falsche Adresse eingegeben? Weil das machst du voll oft. Routenführung falsche wird Nummern gestartet. Eingeben. In 200 Metern weil? Links weiß abbiegen ich nicht, warum. Und dann rechts. Weil das Navi oft dann irgendwas vorschlägt und dann sage ich, okay, ist egal, passt schon. Egal, ob halt jetzt Haus Nummer 4 oder Haus Nummer 30. 396.533 ist ja nebenan. Schon. Smurfy schaut wieder aus dem Fenster, der muss ein bisschen schneuzeln. Jetzt links abbiegen und dann rechts. Christmas tree, oh Christmas tree. Meinst du? Ich weiß nicht. Wir haben heute Abend Pärchenabend. Ich sag, wir haben heute Abend Pärchenabend und wollten noch ein bisschen Getränke holen, sowas wie Cola, Fanta. Keine Ahnung. Bier, Radler haben wir ja zu Hause, ne?
Aber wir haben Medium zu Hause. Medium haben wir noch eine Kiste. Ja. Nee. Herrenpilz. Was du magst, ich darf das eh nicht trinken. Nichts, was Spaß macht. Fast brause. Die Kisten sind schön, ne? Das dürfte auch schenken. Ist das kein Alkohol? Fast brause. Wasser, Zucker, Kohlensäure, Zitronensäure. Und welche Geschmackssorte ist das? Original. Apfelsaftkonzentrat, Limettensaftkonzentrat. Hier ist noch eine andere Sorte. Blaubeere. Ach nein, ich trinke einfach Fanta oder so. Nachher schmeckt das nicht, nur weil die Kiste jetzt schön ist. Ja, ich würde gerne eine koffeinfreie Cola mit, oder zwei. Da ist sie, glaube ich. Hier. Wollt ihr eine Leiter? Nee. Ja, dann ist es leicht. Ach so, ja, gab's sonst nicht. Okay. Ja, ich würde... Ja. Ich wurde gefragt, wo ich meinen Mundschutz her habe. Drei Fanta, ja. Und ich habe euch den Link mal unten in die Infobox gemacht. Da gibt es ganz viele Designs von. Also man muss nicht diesen Clown hier nehmen, den ich habe. Aber damit kann man echt besser atmen als mit diesen Einwegmasken. Ja. Eine reicht, ne? Ja. Gefahren. Wir wollten nämlich bei unserem Pärchenabend heute Abend auch Wein trinken, also nicht ich, aber die anderen. Und Bernd sagt, ich zeige euch mal diese Gläser, die wir haben. Warte, Weingläser. Diese, die habe ich mal beim Ikea geholt, weil wir sind nicht so die Weintrinker. Er sagt, das sind keine richtigen Weingläser für Weißwein. Und deswegen ist er jetzt nochmal los und holt Weißwein und Rotweingläser. Wir wollen einen guten Eindruck hinterlassen bei diesem Pärchenabend. Und Whiskygläser haben wir auch, glaube ich zumindest. Die haben wir noch aus Ungarn. Johnny Walker, die waren dabei bei so einem Whisky. Und Minibar, zeige ich euch. Tada! Also eine kleine Auswahl. Das ist Birnenlikör, Whisky. Damit mache ich mir eigentlich immer, wie heißt's? Ach, mit Limetten und schwarzen oder braunen Zucker. Wie heißt das denn? Caipirinha. Ja, das trinke ich total gerne, aber darf ich ja nicht zurzeit. Das ist ein Rum. Das ist so ein Baileys-Verschnitt. Küstennebel. Hier ist so ein Himbeer. Waldbeer-Dingsbums und Sambuca hat Bernd gerade noch geholt in dem Getränkemarkt. Ja, und natürlich haben wir Radler und Pilz und sowas alles. Hier habe ich jetzt kalt gestellt und für mich gibt es dann halt alkoholfreies Radler, wenn ich möchte. Und jetzt werde ich das Video von gestern eben bearbeiten, solange Bernd noch unterwegs ist. Habe ich mir das vorgenommen. Also ich habe es gestern Abend schon bearbeitet, aber ich werde es jetzt eben hochladen. Und jetzt wird es hier gleich ganz muckelig warm. Da, der Kamin läuft. Ich liebe den Kamin. Der macht zwar richtig ordentlich Dreck und die Scheibe kann man jeden Tag am besten zweimal sauber machen, was natürlich nicht geht, weil wenn der heiß ist, dann kann ich die nicht sauber machen.
Aber seht ihr, ich habe die gerade eben sauber gemacht und da fängt schon wieder an, schwarz zu werden. Schade, aber ja, nutzt nichts. Ja, wir schmücken hier, oder eher gesagt Calvino. Der sprüht alles voll mit Schneespray. Und dann kommt hier nachher noch so ein Lichtervorhang vor. Und da bin ich ganz gespannt, wie das aussieht hier. Das ist jetzt der Wintergarten, das Fenster. Oder die Fenster. Das sieht bestimmt richtig toll aus, wenn wir heute Abend spazieren gehen. Nicht so nah. Genau. So leicht hier. Ja, ich weiß, weil das so weit weg ist, ne? Da kommt man nicht so gut dran. Das sieht schön aus. Darin habe ich alles. Hast du alles? Ja, cool. Ich freue mich. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy So, guten Tag. Es ist der nächste Tag. Es ist schon, wie spät haben wir überhaupt? 15 Uhr oder so, ne? Fast morgen. Fast schon wieder vorbei, der Sonntag. Wir haben uns gestern nicht mehr gemeldet nach unserem Pärchenabend. Wir waren bis 2, 3 Uhr heute Nacht oder so hier. Also es war richtig lustig, es hat richtig mega Spaß gemacht. Aber wir haben halt alle einen Kater, in Anführungsstrichen, da sind müde. Und gammeln so vor uns hin. Calvino und ich waren gerade mit Smurfy spazieren und jetzt mache ich uns hier gerade Crepes als Nachmittagssnack. Haben wir alle Lust drauf. Ja, Bernd hat ohne Anführungsstriche Kater. Der hat ein bisschen viel getrunken. Ja, egal, das war lustig. Sowas haben wir voll lange nicht mehr gemacht, ne? Ich glaube, die anderen hatten auch mega Spaß. So selten so viel gelacht überhaupt und sowieso auch in Corona-Zeiten. Wann trifft man mal andere Menschen? Das war richtig, richtig angenehm. Ich habe aufgebaut. Hast du aufgebaut schon? Nur noch die Zahlen verteilen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es geht. Du musst die so verteilen, dass die andersrum liegen, also die Buchstaben nach oben, damit man keinen Einfluss darauf hat. Welche Zahl wo liegt. Weißt du, wie ich meine? Wenn die alle liegen, dann kannst du die umdrehen. Nee, auch noch nicht. Dann müssen wir ja erst unsere Figuren setzen. So war das doch. Ja, sofort. Calvino baut gerade alles auf für Siedler. Kannst du mit verpixeln, ne? Man sieht dich nicht. So, hier, Siedler wollten wir spielen. Wo sind denn die Zahlen? Hier, ich hab die in der Hand. Ach so, ja, legst du die alle drauf, außer auf die Wüste. Da kommt keine Zahl drauf. Ja, ich hab das vergessen mit dem Aufbauen. Mit dem Aufbauen? Ja, du vergessen nochmal, wie es genau geht. Weißt du jetzt wieder? Mhm, dass man die Buchstaben sieht. Genau. Dass man nicht weiß, oh, ich setze mein Püppchen hier auf die 3 oder so. Also auf eine Zahl, die oft kommt. Genau. Ja gut, dann mache ich weiter. Die Crepes. Ja. So, jedenfalls hatte ich jetzt heute nicht gevloggt und wollte jetzt nur das Video eben beenden. Und heute machen wir Vlogging-Pause. Wir machen einen schönen Nachmittag für uns. Mit Chillen. Eigentlich wollte ich Weihnachtsschmuck machen, aber auch das mache ich morgen. Keine Energie. So, ne? Oder Calvino, machen wir morgen Weihnachtsschmuck, ne? Mhm. Mhm. Ja. Huch, das war etwas viel. Ja gut, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.